Hallo, heute bin ich wieder mit den Saints Row 3 Remastered Edition. Wir sind ja letztens nach unserer letzten Mission hier in dem Domizil gelandet. Ich schaue mich immer genauer um. Ui, die Küche sieht ja wirklich aus. Da gehört geputzt. Aber dafür sind Waffen genug da. Naja. Wo komme ich da hin? Ah, verlassen oder wie? Jetzt bin ich im Domizil. Eine Garage haben wir auch. Dann fahren wir mit dem Panda, würde ich sagen. Wir haben einen neuen Auftrag, genau. Partyzeit. Ist ja Wahnsinn. Pierce, you were supposed to be looking for Lorraine, not going house hunting. See, that's the beauty of this place. It's owned by the Morningstar. All right, I'm listening. The Morningstar have a penthouse downtown where they're throwing some big party for their global contacts. And their real estate agent will be there? Real funny. I was gonna say we crash the party, kill the Morningstar, and keep the place for the Saints. Ha! I'm game. What's the plan? The Saints will be downstairs until you can unlock the elevator for them to come up. Wait, if I can't go up, then how will I... Oh, right. Penthouse. That's right. Meet me at the airport. Ich hoffe, ich habe das Navi richtig eingestellt. Aber es ist ja gerade gestanden. Ein wichtiger Auftrag ist verfügbar. Ich fahre jetzt mit dem Panda. Ey, aus dem Weg. Ja, mit dem kann ich alle umfahren. Es hat nämlich solche Reifen. Aber schnell ist es nicht. Also. Ich bin schon voll auf dem Gas. Hier war ein Dollarzeichen. Da kann ich sicher Geld abheben. Warte. Fahr weiter! Was machst du denn da? Schlafst? Danke. Na Wahnsinn. Schlafen alle beim Autofahren. Ich glaube, ich kann da auch zielen oben gleich. Das ist cool. Wie geht denn das schnell? Naja. Naja, da habe ich die Waffe oben. Begib dich zum Flughafen. Ah, so. Aus dem Weg. Da fahren sie gleich schneller, seht ihr? Zum Flughafen geht's. Und dann ab die Post. Eine Kurve. Und weiter geht's. Wir sind aber schon da. Da vorne. Ein paar Meter noch. Das Navi, aber das Auto nimmt echt cool alles mit, muss ich schon sagen. Also das ist ein cooles Auto. So, warte, wir fahren dann noch rechts und gleich sind wir da. Aber andere Autos nehmen wir lieber nicht mit, sicherheitshalber. Ich glaube, das ist nicht so gut. Und hinter uns ist wieder ein roter Punkt. Jetzt ist er weg. Ja. Ich glaube, ich müsste den da abschießen vor mir. Oder einen Schuss. Fahr mir ja nicht rein, ich sag das. So. Bitte nicht reinfahren. Danke. Ich
fahre mit den Panda-Bären. Wie schaut denn das aus? Aber jetzt bin ich gleich da. Ich kann ja nicht auf die verkehrte Seite fahren. Ich kann hier umdrehen eventuell. Dass keiner mitkriegt. So. Und da fahren wir jetzt rein. Okay. Dann nehmen wir das Tor mit. Wir sind da. Geschafft. Und das Auto ist auch noch heil. What you thinking? Eine Party. Some assholes in my pool. The crew's ready downstairs. Say the word and we crash the party. Let's do it. Ich muss springen mit dem Fallschirm in das Penthouse und dann springen. Den Fallschirm öffnen. Ist es schon zu früh gewesen? Ich glaube schon. Ah ja, besser zu früh als wie zu spät. Mit X kann ich mich noch drehen? Nein, jetzt geht das nicht mehr. Also ich muss genau da landen. Bis zurück. Genau, da will ich hin. Ins Wasser. Oh, bisschen nass geworden für die Party. Shandi, I'm in. I'll call you when I get the elevator code. Just give the word, boss. Den Aufzugscode. Menschlicher Schild nehmen. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Eine Geißel. Dann nehme ich meine Frau. Schild werfen, R3 drücken, Schild exekutieren. Nein, das möchte ich nicht. Wir gehen da jetzt raus. Tür öffnen. Darüber. Ich brauche aber kein Schild. Danke. Da bin ich ein bisschen zu langsam. Nicht gemeint, aber... Die haben ja alle nicht viel an hier. Wer schreit denn da so? Die, was ich ins Wasser geworfen habe? Dich brauche ich. What's the code to the freight elevator? Go to hell! I love it when they play hard to get. Fine, code's 3131. Just watch the chat. 3-1, 3-1 merken, okay. Danke. So. Geht weg von mir. In this city can match me. Naja, Schuss. Oh mein Gott. Ich habe ihn da für eine Waffe ausgerüstet. Nimm die. Die da, genau. Also das ist ja so eine Waffe, na, die brauchen wir nicht jetzt. Nimm die. Genau. Wow, schnell nehmen wir ein Schild. So, und jetzt nehmen wir eine gescheite Waffe. Pistole reicht. Kopfschuss, ich brauche eine Ziel. Komm, nimm den. Da müssen wir rein. Who else wants to try me? Ziele exekutieren. Respekt 7. Na schau. Unser Respekt steigt. Warte. Zu spät. Bandenkill. Da müssen wir runter. Komm mit. Ich brauch dich noch. Nothing some explosives can't handle.
Was ist das? Granate werfen wir eins. So. Eins Granate. Zerstöre die Barriere. Gleich sie mit, die ist ja eh schon tot. Only fools stand up to me. So. Noch einer? Ah, der lebt noch. Ich muss nachladen. Das war sie. Einer hat mich getroffen. Hinter mir. Vor. Besten in den Kopf, weil alles andere halten sie aus. Boah, das sind ja auch nur viele. What's the plan here? We kill a whole lot of people. Muss da rein. Ah, schauen die. Schauen die ist da cool. Can handle my badness. Boss, guys are getting dropped off outside. Lebt eh keiner mehr, oder? Naja, zwei, drei noch. Da hinten haben sie sich versteckt. Trauen sie nicht raus. Die müssen wir noch beseitigen. Wie kommen wir denn da hin? Wo sind die? Verstecken sich vor uns. Schauen die. Wo sind die? 7000. 200 unser Geld steigt. Ja, weiß nicht, wo die sind. Jetzt sind es nur mehr zwei, auf jeden Fall. Vielleicht bringen sie sich selbst um. Da habe ich ja immer noch 8 Schuss. Warte, die kommen jetzt sicher da gleich. Jetzt werden sie immer mehr. Jetzt brauchen wir bald eine Geisel. Also ich renne da immer im Kreis. Schauen die, wo bist denn du? Sollten wir nicht in den Aufzug steigen? Ich schau mal, was für Waffen ich habe. Da war doch die von der Polizei besser, oder? Die hatte mehr Magazin. Ah, die. Die ist cool, ja. Welche war denn das? Die da. Okay, die muss ich unbedingt aufwerten das nächste Mal. Schauen die, wo bist du? Ja, die sind alle da oben. Wollen wir wieder raufgehen? Lass sie sich doch selbst umbringen. Die bringen sich eh selbst um. Hier geht's wieder hoch. Also, das ist einer von uns. Der war grün, der eine. Der ist grün, ja. Naja, dann kämpfen wir halt mit. Kommt.
sag ja, braucht man nicht mehr viel tun. Kopfschuss passt. So. Das heißt, da kriege ich auch mehr Respekt. Nett. Talk to me, Shandi. Good news? We've cleared him out. Bad news. The boys are saying this place is rigged to blow. Figures. Oi. We're about due for another explosion. Where's that guy in the helicopter going? Not sure, but he might know how to disarm this place. Then try not to kill him. Okay, dann versuche ich nicht, ihn zu bringen. 50 Meter. Dahin müssen wir, okay. Okay, hier schießt sich schon nicht. Keine Sorge. Ich auch nicht. Zum Helikopter. Wir kommen da rüber. Ups. Where's that guy in the helicopter going? Not sure, but he might know how to disarm this place. Then try not to kill him. Also wir sollen ihn nicht versuchen zu töten, okay. Na super. Komm ich jetzt raus? So, jetzt komme ich raus. Johnny would have loved that one. Da ist auch noch einer. Nein, die verstecken sich ja alle. Soll ich jemanden töten, der sich versteckt? Nee. Geht weg von mir. Steige in den Hubschrauber. Ja, steig ein. Und jetzt folge dem Leutnant. R1. Schnelles Fliegen. Komm schon. Steig Flug. L1. Shandi, you have that place cleaned up yet? R1. I know you're pissed off at life right now, but you have to take everything so literal. We're sitting on a bomb here and you're making jokes. See, there you go again. L1, R1. Schnelles Wenden. Ach so. Steigflug, Sinkflug. Runter, runter, runter. Runter. Und hoch. Wir holen ihn ein. 104 Meter, 102. Na, warte mal. Ich komme von oben. Du kannst nicht immer so weit unten fliegen. Kann man da nicht schneller fliegen? Also das ist Wenden. Na, flieg, flieg, flieg! Nach da. Runter. Da fliegt der urknapp. Cool. Ah! Aufpassen! Na jetzt! Entkommt er uns gleich, schnell. Wo ist er? Da ist er. Den holen wir noch ein. Ich habe ihn gelandet. Relax, I'll get the code. Nope, no codes, just four wires. Soll ich ihn nicht umbringen? Don't get caught up in the details. The point is to find out how to disarm the bomb. Das ist was. Also das sind Missionen. Geht mir auf den Weg. Ich brauche den Leutnant. Wenn ihr mir alle eure Köpfe hinhaltet, kann ich nichts dafür. Eine hat's überlebt. Das war ihr. Ich habe ein Zielfernrohr. Cool. Was ist denn das für ein
eine Waffe jetzt. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht aus. Warte, versteck dich mal kurz da nach hinten. Anzoomen, rauszoomen, okay. Das ist aber eine andere Waffe, die ich da jetzt angelegt habe. Nimm die Pistole mal, so. Die ist immer gut. Warte, irgendwer schießt auf mich. Ich weiß nur nicht wer. Ah, da oben. Warte, wir haben nur mehr eine Minute, wir sollten uns beeilen. Weg, 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 schnell. Nur mehr eine Minute. Da ist der Leutnant. Schnell hin. Tell me how to stop the bomb or I'll put a bullet in your fucking head. The red wire! Cut the red wire! Den roten Draht. Menschlicher Kill. Okay. Töte den Leutnant. R3. So, wir müssen jetzt schnell weg. Shandy, cut the red one. Damn. I lost the bet. Cut the red one. Wir haben es geschafft, oder? Ich hoffe mal. Also die Mission ist gar nicht so. There's nothing to worry about. My thoughts exactly, Mr. Kilbane. The Saints are no more than a white noise of empty sights. With respect, sir. I'd say empty is no longer applicable. Partyzeit geschafft. Da ärgert er sich etwas, hm? Wie viele Dollar können wir wieder einkaufen gehen? 6000, jetzt kann ich mir eine bessere Waffe kaufen, endlich mal. Respekt 3. Das Penthouse ist nun ein Domizil der Saints. Das weiß ich schon. Das werden wir auch gleich machen. Trophäe erhalten, alles im Überfluss. Cool. Das gehört jetzt uns? Ja, das ist jetzt ein neues Domizil. Ist das nicht cool? Das ist unser neues Domizil. Das haben wir uns jetzt verdient. Das nenne ich ein Domizil, nicht das Penthouse. Ich meine, das war ja nett von Shandy, dass sie uns dort wenigstens eine Nacht übernachten ließ, ja. Aber das ist ein richtiges Penthouse, würde ich mal sagen. Ist zwar noch kein Schloss, aber sieht echt cool aus. Wir haben sogar einen Hubschrauberlandeplatz. Das ist doch cool. Ich kann jetzt unsere Bande anpassen. Also, wie sie aussehen soll. Biker, Grupper, Punk, Ninja, Saint. Zufällig. Also, ich finde das echt cool. Aber ich würde das lassen. Na, die schauen jetzt gleich aus. Das ist blöd. Nehmen wir mal anderen. Zufällig. Ah, ein Ninja. Das ist doch cool. Einen zu haben. Punk? Wie schaut denn die aus? Ah, auch nicht schlecht. Wir haben zwei Männer, dann würde ich sagen auch zwei Frauen. Cool. Zeichen. Anerkennung. Warte mal.
Was ist unser Zeichen? Wir müssen uns ein Zeichen, ein Bandenzeichen aussuchen. Na, das ist heftig. Oh mein Gott. Jetzt haben wir vier Frauen, weil ich nur eine angepasst habe und der Rest wird immer, anscheinend, gehen wir nochmal rein, automatisch angepasst. Na, das ist eh cool. Schauen sie immer anders aus. Obwohl, ich würde sie dann schon so anpassen, damit ich sie immer gleich erkenne. Ich meine, an dem Lila erkennt man sie sowieso. So, ich würde sagen, das reicht. Übernehmen. Stadtübernahme. Zugriff auf Karte. Schau auf deine Karte, um die Stadtübernahme zu finden. Damit kannst du dein stündliches... Was? Stadtübernahme. Verbesserungen habe ich auch. Bargeld. Dann bei den Aufträgen gibt es jetzt hier wieder, aber ich werde nicht wieder einen mit Pierce machen, obwohl der war jetzt echt cool. Der Auftrag, muss ich schon sagen. Weil sonst hätten wir jetzt kein neues Domizil. Schauen wir mal auf die Karte. Hauptquartier des Saints. Hier kann ich immer Hilfe herbeirufen. Na, das ist ja nett. Ich habe Sean die nämlich gar nicht gerufen. Die ist letztens, also jetzt bei dieser Mission, einfach dazugekommen. Sollte ich öfter wohl anrufen. Ich denke, das werde ich sicher brauchen. Deine Gesundheit regeneriert sich etwas schneller. Übernehmen. Gehen wir mal raus. Verlassen. Tür öffnen. Ist das nicht ein cooles Domizil? Juhu! Ins Wasser. Ein Swimmingpool haben wir. Wir haben einen Hubschrauberlandeplatz. Das nenne ich ein Domizil. Von hier aus können wir gut arbeiten. Das heißt, in der nächsten Folge geht es spannend weiter bei The Saints 3. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich gehe jetzt nicht ans Handy, weil ich habe gerade abgespeichert und es ist genug für heute. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß weiterhin. Tschüss.